So, servus Leute, ich bin wieder hier nach einer Woche, weil ich wollte jetzt jede Woche ein Video machen und ja. Und dann gibt's Infos jede Woche aus Amerika, aus meinem spannenden Alltag. Ich hoffe, der wird spannend. Ja, diese Woche habe ich nicht so viel gemacht, Schule und Alltag und so ist ja nicht so interessant für euch. Wie ihr auch gemerkt habt, ist die Qualität jetzt hier auch viel besser, weil ich mit meiner Kamera aufnehme und nicht mit meinem iPhone. Der Sound ist schlecht, weil das Mikrofon der Kamera ist ziemlich schlecht, aber ich werde mir vielleicht auch bald ein Mikrofon dafür besorgen. Diese Woche erzähle ich euch ein bisschen nochmal was über das Orientation Meeting, das ich letzte Woche hatte. Das Orientation Meeting war in Hamburg an einer Universität. Dort haben wir Infos bekommen, wie zum Beispiel, dass wir das mit dem Führerschein in Amerika machen, also ob man überhaupt einen machen darf und von EF darf man das, wenn man das in den Rules and Regulations unterschrieben hat von den Eltern. Und Alabama bietet sich auch sehr gut für einen Führerschein an, weil man kann den da sehr gut, also es ist ziemlich einfach hier den in Deutschland umschreiben zu lassen. Außerdem haben wir dort Tipps und Tricks bekommen, wie wir in Amerika mit uns verhalten sollen oder wie wir dort umzugehen haben. Ja, ist ja das Fall mit der Gastfamilie. Und zum Beispiel sollen wir immer Thanks sagen, also Danke. Man soll jedes Mal Danke sagen, auch für kleinste Kleinigkeiten, wenn man die Tür offen gehalten bekommen hat oder ähnliches. Also man soll immer Danke sagen. Danach haben wir noch einen Workshop gemacht. Das haben wir mit alten Leuten, also nicht alten Leuten, sondern Leuten gemacht, die davor in Amerika waren. Und denen durften wir dann Fragen stellen. Und dann haben wir auch noch ein Rollenspiel gemacht. Im Rollenspiel haben wir dann sowas, so Probleme dargestellt. Wie zum Beispiel, dass eine Gastschwester sich mit dem Austauschmädchen, also in dem Fall was Mädchen, streitet. Und da sollten wir dann halt im Rollenspiel eine Lösung finden. Das war ganz cool eigentlich, aber ich konnte da nicht wirklich mitspielen. Das waren nur zwei, drei Rollen und wir waren irgendwie 20 in der Gruppe oder so. Aber dafür haben wir dann noch so ein Armband bekommen. Ich zeige es euch kurz. Das ist das Band. Proud to be a high school year 2013-2014 student, EF.com. Das ist ein ganz cooles Band, trage ich auch mal. Und dann noch so eine Tasche. Also das ist die Tasche, ist jetzt nicht so die beste Tasche, die ich kriegen konnte. Naja, aber ich soll sie benutzen. Ist okay, kann man nehmen. Ja, die sollen wir dann bei unserem Abflug als Handgepäck benutzen, weil wir uns dann ziemlich gut sehen, so die EF-Schüler. Ja, und in Amerika, da habe ich letztes Jahr immer ja schon was erzählt, dass mein Hobby Fotografieren ist. Ich fotografiere halt ziemlich gern, wie man hier sieht. Ja, die Fotos, ich finde sie gut. Ihr könnt ja eure Meinung ja auch mal sagen. Ich hoffe auch, dass ich in Amerika viele geile Fotos machen kann. Weil in Amerika, in den Südstaaten, die Wälder sind geil, die Flüsse sind geil, die Seen sind geil, die Bäche sind geil, keine Ahnung, alles ist da geil. Ich hoffe ich zumindest. Und Alabama ist auch ein ziemlich geiler Bundesstaat. Diese Fotos werde ich euch dann hier nochmal in solchen Videos halt zeigen, die halt wöchentlich kommen. Ich angle auch sehr gerne, was man an diesen Fotos sehen kann. Ja, und in Amerika, also da wo ich hinkomme, in Scottsboro, das ist bei Huntsville, habe ich euch letztes Mal schon erklärt, da ist ein richtig geiler See, also der ist richtig fett und das ist, soll das beste Barschrevier sein, das es in Amerika gibt, also da finden auch ziemlich viele Angelwettbewerbe statt und so. Vielleicht haben meine Gasteltern auch ein Angelboot oder irgendein Boot, dann können wir mal rausfahren und angeln. Aber guckt es euch mal an, ich stelle euch den Link unten in der Beschreibung zur Verfügung. Also den von Google Maps. Ja, okay, das war's dann von dieser Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis nächste Woche, ne? Ciao.